Dieser Schlag soll den Zweiten Weltkrieg noch einmal wenden. Ende 1944 treten 18 deutsche Divisionen in den belgischen Ardennen zur Offensive an. Unter dem Befehl von Heeresgruppenchef Walter Model. Er soll Hitlers Heer, auch mit eigens von der Ostfront abgezogenen Truppen, wieder in die Vorhand bringen, trotz aussichtsloser Lage. Der Überraschungseffekt gelingt. Zunächst. Die US-Armee, seit ihrer Landung in Frankreich auf dem Vormarsch, gerät erstmals in die Defensive. Von Süden her eilt ein bewährter General mit seiner Truppe zu Hilfe. George Smith Patton, Panzerführer aus Leidenschaft und mit Erfahrung. Seine Feuertaufe hatte er 26 Jahre zuvor, im Ersten Weltkrieg. Wie auch sein Kontrahent Walter Model, hier zu Besuch in Hitlers Hauptquartier. Ebenfalls ein lang gedienter Berufssoldat. An einem militärischen Befreiungsschlag gen Westen, wie nun in den Ardennen, war Model schon einmal beteiligt, in ähnlich verfahrener Lage. Damals, im März 1918, als Generalstabsoffizier in der obersten deutschen Heeresleitung im belgischen Badeort Spa. Also wir hauen da ein Loch rein. Alles weiter findet sich. Und wenn ihr Unterfangen scheitert, Ludendorff? Dann muss Deutschland eben zugrunde gehen. Der Tagesbericht, Generalleutnant. Der 27-Jährige bewundert seine Vorgesetzten, ja, Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, die zum Frühjahr eine Großoffensive planen. Sie soll die Wende in diesem fünften Kriegsjahr bringen. Tarnname Operation Michael. Hindenburg und Ludendorff scheint es undenkbar, die Waffen zu strecken, ohne deutschen Sieg, koste es, was es wolle. Seit dem deutschen Einmarsch 1914 hat sich der Krieg östlich von Paris festgefahren. Jeweils über 1 Million Soldaten, Deutsche auf der östlichen, Franzosen und Briten auf der westlichen Seite, bekriegen sich seitdem, ohne dass die Frontlinie sich merklich bewegt. Die gewaltigen Materialschlachten haben das Land zwischen den Flüssen Somme und Marne regelrecht umgepflügt. Noch heute ist der Boden von Bomben und Granaten gezeichnet. Bis Anfang 1918 sind schon mehr als 1,5 Millionen Mann hier im Grabenkrieg verblutet. Nun setzen auch die Frontkämpfer ihre ganze Hoffnung auf die erwartete Entscheidungsschlacht. Ein deutscher Leutnant erinnert sich später. Wir sind jetzt dabei, Geschichte zu schreiben, sagten wir zu uns. Wir waren fest davon überzeugt, dass der bevorstehende Angriff letzten Endes den Krieg zu einem siegreichen Ende bringen würde. Die einfachen Soldaten haben ja immer versucht, diesem ganzen Wahnsinn an der Front irgendwie Sinn zu verleihen. Also was tue ich hier eigentlich? Ich bin im Schlamm, im Dreck, Leute sterben. Und jetzt sagen alle, wir gehen zur Offensive über, endlich mal wieder. Seit 1916 die erste große Offensive der Deutschen im Westen. Also ist der Sinn der ganzen Sache, jetzt müssen wir durchhalten. Eine letzte Offensive, eine letzte Anstrengung, dann haben wir es geschafft. Dann hat aber auch all das, was wir erlitten haben, in diesen 4 Jahren Sinn gemacht. Dann haben wir ja gewonnen. Auch Generalstabsoffizier Model setzt auf Sieg. Er hat selbst an der Front gekämpft, ist vor Verdun schwer am Bein verwundet worden. Nun brennt er vor Ehrgeiz, zum Erfolg des Feldzugs beizutragen. Selbst in der Heimat hat sich in diesem Frühjahr neue Hoffnung. Es ist vor allem die Sehnsucht nach einem Ende des Krieges.
Er hat den Menschen im Kaiserreich Entbehrungen abgerungen wie niemals zuvor in der Neuzeit. Über 13 Millionen Männer leisten Kriegsdienst. So sind es vor allem die Frauen, die den Alltag meistern. Sie kämpfen gegen den Mangel und fertigen Munition im Akkord. Und sie sind dabei, als zu Jahresbeginn Hunderttausende streiken gegen die untragbare Not, die dieser Krieg mit sich bringt. Es gab regelrechten Hunger. Das Heizen im Winter, das war ein echtes Problem. Und dann kam hinzu, wenn also der Vater oder der Bruder oder der Sohn oder so und vielleicht mehrere von denen gefallen waren, das hat natürlich enorme Rückwirkungen gehabt. Und dann wurde die Stimmung natürlich immer schlechter, gerade weil es sich um eine Klassengesellschaft handelte, bei der auch die herrschenden Eliten nicht bereit waren, politische Reformen durchzuführen. Hoffnung für manche kommt aus dem Osten. Eine Revolution hat 1917 den russischen Zaren gestürzt. An seine Stelle ist eine kommunistische Diktatur getreten unter Lenin. Die deutsche Führung hatte ihm die Rückkehr aus dem Exil ermöglicht. Erwartungsgemäß beendet das neue Regime den Krieg. An der Ostfront verbrüdern sich die Feinde von gestern. Im westrussischen Brest-Litowsk diktieren die Mittelmächte der neuen Sowjetführung harte Bedingungen für einen Friedensvertrag. Er befreit das Deutsche Reich aus der Umklammerung des Zweifrontenkrieges. Zwei Wochen vor dem geplanten Angriff im Westen. Und setzt dafür neue Kräfte frei, wie der gefreite Dominik Richard miterlebt. Zug um Zug rollte nach dem Westen, mit Soldaten und Kriegsmaterial vollgestopft. Man glaubte, die in Russland frei gewordenen Armeen könnten die englisch-französische Front durchbrechen und den Sieg doch noch erringen. Dahinter steckte auf der deutschen Seite der Gedanke, dass man das im Jahre 1918 frühzeitig entscheiden müsse, weil immer mehr amerikanische Soldaten nach Europa kamen. Das heißt, der Zusammenbruch der französischen und der britischen Armeen musste erreicht werden, bevor die Amerikaner in voller Stärke an die Front kommen konnten. Insofern war das Ganze natürlich auch ein Verzweiflungsakt. Mit massiven Mitteln wirbt die amerikanische Regierung für den Einsatz in Übersee. In nur einem Jahr wird die US-Armee unter dem Banner einer neuen freiheitlichen Weltordnung von zunächst 100.000 auf 4 Millionen Rekruten aufgestockt. Die Hälfte von ihnen legt nach und nach in Frankreichs Hafenstädten an. Was ihnen an Fronterfahrung fehlt, machen die Ankömmlinge wett durch gute Versorgung und frische Kampfmoral. Frühzeitig setzen sie auf eine neue Waffengattung, die Kriege künftig prägen wird. Panzer. Bevorzugt geländegängige französische Modelle der Marke Renault. Dass hier die Zukunft liegt, hat ein junger US-Offizier von Beginn an erkannt. George S. Patton. Später 4-Sterne-General im Zweiten Weltkrieg, ein Pionier der neuen Panzertruppe. Den Kriegsdienst sieht der ehrgeizige Captain, ähnlich wie sein deutscher Gegenspieler Walter Model, auch als Chance, in der Armee ganz nach oben zu gelangen. Seit Anfang des Jahres schult er den Nachwuchs, simuliert Schlachten und trainiert die stählernen Schützenhelfer.
Seine Devise? 2 Mann im Panzer wiegen 10 davor auf. Es war ein Maschinenkrieg, der erste wirklich große Maschinenkrieg in der Geschichte. Und es entstand nun wirklich diese Situation, Menschen gegen Maschinen. Das war in dieser Form neu. Also allein die gewaltigen Zusammenballungen von Artillerie, so etwas hatte es noch nie gegeben. Die ersten Panzer kamen zum Einsatz, das Maschinengewehr. Also ein Maschinengewehr konnte eine ganze Kompanie von Infanteristen ersetzen. Flugzeuge aller Art, Zeppeline, beim Seekrieg dann auch U-Boote. Alles dieses führte natürlich dazu, dass dieser Krieg zu einer gigantischen Materialschlacht wurde. Eine 1.160.000 Granaten liegen allein für das Auftaktfeuer der geplanten Schlacht in den deutschen Depots bereit. In eine Frontdivision versetzt, die den Angriff mittragen soll, gehört es zu Walter Models Aufgaben, den Nachschub sicherzustellen. Trotz der Materialmenge ist für ihn absehbar, die Vorräte reichen nur, wenn ein rascher Durchbruch gelingt. In den deutschen Reihen mischen sich am Vorabend der Offensive in die Hoffnung auch bange Ahnungen, wie sie der deutsche Schütze Karl Brunotte beschreibt. Eng zusammengedrängt in einem Unterstand erwarteten wir den Beginn unseres Artilleriefeuers. Ich hatte noch nie an einem Angriff teilgenommen und war sehr nervös. Würden wir von den Maschinengewehren niedergemäht werden oder Mann gegen Mann kämpfen müssen? Würde ich verwundet werden, einen Arm oder ein Bein verlieren? Dann wollte ich lieber den Heldentod sterben. Ähnlich skeptisch schreibt ein französischer Artillerist. Wofür sollen wir uns denn opfern? Wenn man uns dies wenigstens sagen und uns nicht mit Sprüchen abfertigen würde. Aus unserer Sicht werden wir keinen Sieg über die Deutschen erringen. Und umgekehrt genauso. Weiter im Norden wird die Stellung von Soldaten aus dem gesamten britischen Empire gehalten. Geschickte Täuschungsmanöver verschleiern, dass ihnen am nächsten Morgen der Hauptschlag gelten wird. In den Gräben der Angreifer finden die wenigsten zur Nachtruhe, in den Stunden vor dem Feuerbefehl. Feldwebel Max Schulz berichtet. Der Kommandeur hielt eine Ansprache. Wir würden an einem großen Angriff teilnehmen. Es werde die letzte entscheidende Schlacht sein. Wir vertrauten unseren Generälen und glaubten, was er sagte. Ich dachte an meine Eltern und betete zu Gott, er möge mich gesund aus dieser Sache herausführen. Am 21. März morgens um 4.40 Uhr bricht die deutsche Kanonade los. 6.600 Geschütze und 3.500 Minenwerfer lassen auf einer Breite von 70 Kilometern die Erde erbeben. Mit durchschlagender Wirkung. Ein britischer Captain beschreibt einen Untergebenen. Achilles war als Jüngling hinausgegangen und kehrte als Greis wieder zurück. Er hat sich von diesem Schock nie wieder erholt. Am 21. März wurde er zum Wrack und konnte als Soldat nicht mehr verwendet werden. Jetzt geht es am 21. März 1918 los. Sturmtruppen werden eingesetzt, Trommelfeuer deutscher Geschütze. Die schlimmsten Verluste im Ersten Weltkrieg entstehen durch das feindliche Artilleriefeuer. Und es entsteht ja auch ein neues medizinisches Phänomen des Nervenzitterns, einer Nervenreaktion, die durch ein tagelanges Artilleriefeuer zustande kommt. Ein britischer Gefreiter. Niemand kann ein Trommelfeuer länger als 3 Stunden aushalten.
Danach kann der Feind alles mit dir machen, wenn er herüberkommt. Ich glaube, man hat uns geopfert. Dominik Riechert ist unter den Angreifern. Mit klopfendem Herzen machte sich jeder fertig. Vorwärts, Marsch! Wir ergriffen unser Gerät, verließen das schützende Loch. Wohin man schaute, wimmelte alles von deutschen Soldaten, die vorwärts strebten. Es ist der erste Krieg vor Kameras. Doch meist zeigen sie eine inszenierte Wirklichkeit. Vereinzelt dringen die Angreifer 5 Kilometer westwärts vor. Der Preis ist unermesslich hoch. Über 17.500 deutsche und britische Soldaten sterben. An einem einzigen Tag. Die deutsche Armeeführung feiert den Auftakt der Kaiserschlacht, wie sie jetzt genannt wird. Kaiser Wilhelm II. Verleiht seinem Strategen Ludendorff den höchsten preußischen Kriegsorden. Und der dekorierte General verkündet nach 4 Tagen bereits den Sieg. In seinem Elan gewährt der Kaiser seinen jüngsten Untertanen einen Tag schulfrei. In der Heimat keimt Hoffnung auf einen baldigen Sieg. Die Stimmung der Augusttage 1914 kehrt wieder, konstatiert ein Zeitgenosse in Heidelberg. Und ein Unteroffizier schreibt nach Hause: Dieses tägliche Vorwärts wirkt aufmunternd und belebend auf das im überlangen Stellungskampf eingetrocknete Gemüt des Soldaten. Bis zu 60 Kilometer stoßen die Deutschen nach Westen vor. Sie dehnen die Front, aber sie durchbrechen sie nicht. Immerhin haben sie sich aus ihren starren Stellungen herausgekämpft, so weit wie nie seit 1914. 90.000 alliierte Soldaten gehen in Gefangenschaft. Die französische Hauptstadt gerät nun in Reichweite deutscher Geschütze und Bomber. Ihre Bewohner bangen um den militärischen Schutzschild vor den Toren der Stadt, die nun Frontgebiet zu werden droht. Frauen und Kinder verlassen Paris, auch angesichts der krassen Versorgungsnot. Während sich die deutschen Angreifer an eroberten Lebensmitteldepots gütlich tun. Doch wer jetzt triumphiert, freut sich zu früh. Die deutsche Armee bricht zwar durch die Front, macht einen Vormarsch, erbeutet auch Vorräte und dergleichen, aber der große Sieg, das kommt nicht. Die deutschen Soldaten sind ja mit der großen Hoffnung in diese Offensiven gegangen, eine letzte Anstrengung, eine letzte Schlacht und dann ist es geschafft. Und genau das passiert nicht. Anfang April erlahmt der Angriffsschwung. Der gewaltige Tross kommt nicht mehr hinterher. Um den Geländegewinn zu festigen, fehlt es an Nachschub. Die Kriegsgegner sind im Vergleich besser gerüstet. Besonders die US-Armee erweitert fortwährend ihren Bestand an Menschen und Maschinen. Doch der Aufbau
Gerade einer Panzerdivision braucht Zeit. Sehr zum Unbehagen des ehrgeizigen Captain George Patton, der in sein Tagebuch notiert: Bisweilen bedauere ich es zutiefst, dass ich mich nicht zur Infanterie gemeldet habe, statt zur Panzertruppe. Nachts wache ich schweißgebadet auf, voller Angst, dass der Krieg vorbei ist, bevor unsere neue Waffe zum Einsatz kommt. Doch die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Mit Unterstützung aus der Luft unternimmt die deutsche Armee in diesem Frühsommer noch 4 weitere Offensiven an anderen Frontabschnitten, um die Entscheidung zu erzwingen. Der Kampf tobt bis zum Exzess in allen Elementen, wie Dominik Richard beschreibt. In der Höhe spielen sich mehrere heftige Luftkämpfe ab, bei denen 2 Flugzeuge brennend abstürzen. Diese Flieger sterben einen dreifachen Heldentod. Zuerst totgeschossen, dann verbrennen sie und zum Schluss zerschellen sie noch am Boden. Auf sein Konto gehen die meisten Abschüsse der deutschen Jagdflieger. Manfred von Richthofen. Die Propaganda erhebt ihn zu einem Vorzeigeritter der Lüfte. Am 21. April 1918 startet er zum letzten Mal. Vom Boden aus getroffen, stürzt Richthofen ab. Britische Offiziere bestatten ihn mit militärischen Ehren. Sein Tod erscheint wie ein Omen. Die Angreifer geraten jetzt in die Defensive. Am 18. Juli holen die Alliierten zum Gegenschlag aus. 13 französische Divisionen dringen die Deutschen nach Osten zurück. Zusammen mit britischen und amerikanischen Verbänden setzen sie dem gemeinsamen Gegner zu. Besonders am verlustreichen 8. August, dem schwarzen Tag des deutschen Heeres, das in der Folge erste Auflösungstendenzen zeigt. Die Zahl der Gefangenen steigt rapide. Dominik Richard fasst die Stimmung in Worte. Wenn wir nur aus diesem Schlamassel heraus wären, war der allgemeine Wunsch. Ich hatte nur den einen Gedanken, in Gefangenschaft zu kommen. Dort wäre man doch wenigstens seines Lebens sicher. Die Soldaten sind jahrelang immer mit dem Tod an der Front konfrontiert gewesen. Und sie mussten sich immer fragen, warum tue ich das eigentlich? Dass meine Kameraden hier sterben, zu Hunderten, zu Tausenden. Die Sinnfrage war ganz wichtig. Jetzt ist der Moment da, wo man sagt, es ist sinnlos. Wir haben alles probiert, der Krieg ist für uns verloren. Ein französischer Offizier beschreibt die Gefangenen. Sie sagen nichts. Sie sind so kraftlos, dass sie sich nicht einmal mehr beschweren. In ihren Blicken liegt ein ungeheurer Abgrund von Schmerzen. Von dieser Wirklichkeit spiegelt sich im Hauptsitz der deutschen Heeresleitung nur wenig. Die kaiserlichen Chefstrategen Ludendorff und Hindenburg treiben ihren Feldzug unbeirrt voran, als hätte es keine Rückschläge gegeben. Immer neue Aufmarschpläne werden an die kämpfenden Truppen weitergereicht. Als Generalstabsoffizier für Versorgung und Logistik seiner Division zuständig, verschafft Walter Model sich vor Ort selbst einen Überblick. Seine Erkenntnis, auch für später: Noch so verlustreich erkämpfte Siege nützen nichts, wenn der Nachschub im Anschluss ausbleibt. Die fehlgeschlagenen Angriffe setzen dem pflichtbewussten Überflieger zu. Doch seine Siegeshoffnung bleibt. Westlich der Front hält der Zustrom frischer Kräfte an.
Was die Deutschen lange Zeit ignorierten, ist nun unverkennbar. Das amerikanische Heer wird zur Gegenmacht. Wenn die USA in diesen Krieg nicht eingegriffen hätten, wäre gar kein Ende abzusehen gewesen. Denn Frankreich und Großbritannien hatten inzwischen auch den Punkt erreicht, wo sie eigentlich nicht mehr in der Lage waren, die Deutschen zu besiegen. Sodass also dieses Unentschieden womöglich uferlos weitergegangen wäre. Das Eingreifen der USA hat hier die Kräfteverhältnisse entscheidend verschoben. Im September 1918 ist es schließlich auch für Panzeroffizier George Patton soweit. Bei der alliierten Offensive nahe Saint-Mihiel, südlich von Verdun, ist er mit dabei, zu Fuß, seine 144 Panzer mit dem Stock vorwärts dirigierend. Getreu seiner Devise: Solange sich ein Panzer bewegen kann, muss er weiterfahren. Seine Präsenz rettet Hunderten von Infanteristen das Leben. Selbst als ein Schuss sein linkes Bein trifft, humpelt Patton noch weiter, bis es nicht mehr geht und er in einem Bombentrichter Schutz suchen muss. Seine Verwundung beschert dem ehrgeizigen Kommandeur eine ersehnte Genugtuung. Nun darf er sich wie ein Kriegsheld fühlen. Sich selbst überlassen, ergreift ihn, wie er später behauptet, ein tiefes Gefühl von Ruhe und Frieden. Für die panzergestützte US-Truppe wird die Schlacht von Saint-Mihiel zum ersten eigenständig erkämpften Erfolg. Erst nach knapp 2 Stunden, als der Kugelhagel verebbt, wird der Verletzte geborgen. Für den Panzeroffizier, der so sehr auf seinen Einsatz brannte, ist der Krieg vorbei. Es ist ein Krieg, wie es ihn niemals zuvor gab, in vieler Hinsicht. Jede Seite scheut vor keinem Mittel zurück. 1918 erreicht der Einsatz von Giftgasstoffen seinen Höhepunkt. Ein Drittel der Munition ist mit dem heimtückischen Mittel gefüllt, das die Atmung lähmt und die Lungen zersetzt. Am 13. Oktober gerät in Flandern ein Gefreiter des deutschen Heeres in die atemraubenden Schwaden mit anhaltender Wirkung. Hitler hat immer wieder die Geschichte erzählt, dass er durch einen Gasangriff wochenlang blind gewesen sei. Wie wir mittlerweile wissen, hat Hitler allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach sein Augenlicht nicht durch Senfgas verloren, sondern durch psychosomatische Erblindung. Und es ist auch ganz interessant, dass selbst Hitler, der sich später als unbesiegbarer Mensch mit einem unbegrenzten Willen dargestellt hat, dass selbst Hitler im Herbst 1918 nicht mehr mitmachen kann, dass seine Nerven durchgehen und dass es dadurch zu dieser Erblindung gekommen ist. Ein französischer Leutnant über die Soldaten, die sich jetzt scharenweise ergeben. Es sind bis auf die Knochen abgemagerte Männer, manchmal von einem davongekommenen Offizier geführt. Alle gehen oder taumeln aufeinander gestützt, wie betrunken voran. Den Kopf gesenkt, mit düsterem Blick, die Kleider genauso verkrustet wie die Gesichter. Wenn man jahrelang durch diese Blutmühle gegangen ist, dann war der Punkt erreicht, zu sagen, jetzt will ich mein Leben retten. Auffällig war, dass Tausende von deutschen Soldaten einfach, ohne sich noch groß zu wehren, in Gefangenschaft gingen. Das war vorher nicht der Fall. Und das zeigte auch, dass diese Moral der Truppe am Zusammenbrechen war. So steigt die Zahl der deutschen Gefangenen im Westen auf mehr als eine 500.000.
Auch Dominik Richard sind nur darauf, dem Frontdienst zu entkommen. Ich denke, wie traurig es wäre, wenn ich nach all dem Schrecklichen, Furchtbaren, das ich gezwungen war mitzumachen, doch noch fallen müsste. Ich habe mal gelesen, unsere Soldaten sterben für ihr Vaterland mit einem Lächeln auf den Lippen. Welch dreiste Lüge. Wem wird es wohl ums Lächeln sein, der einen so schrecklichen Tod vor Augen sieht? All jene, die solche Sachen erdichten, gehörten nur in die vordere Front gesteckt. In Wirklichkeit ist von Mut überhaupt nichts zu finden. Die Todesangst übersteigt alle anderen Gefühle und nur der furchtbare Zwang treibt die Soldaten vorwärts. Ich glaube, nicht ein Mann wäre freiwillig an der Front geblieben. Alle hätten auf das Vaterland gepfiffen und nur danach getrachtet, ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Sein eigenes Leben rettet Dominik Richard kurz darauf durch Flucht in die Gefangenschaft. Illusionslos ist auch die vorherrschende Stimmung in der Heimat. Hunger, Mangel und Epidemien wie die spanische Grippe fordern fast doppelt so viele Todesopfer wie später die Bomben im gesamten Zweiten Weltkrieg. Keiner denkt mehr an Sieg, zitiert ein Polizeispitzel aus einem Gespräch. Was die Zeitungen schreiben, ist alles Lug und Trug. Wenn wir jetzt Schluss machen, können wir noch viel retten. Im belgischen Kurbad Spa vollzieht sich eine bezeichnende Kehrtwende. Ludendorff überrascht Politik und Staat mit einer Art Offenbarungseid, wie sein Stabsoffizier berichtet. Die Wirkung auf die Hörer war unbeschreiblich. Während Ludendorff sprach, hörte man leises Stöhnen und Schluchzen. Vielen, wohl den meisten, liefen unwillkürlich die Tränen über die Wangen. Ludendorff hat sich lange Zeit wenig anmerken lassen. Das Einzige, was auffiel, war seine Nervosität, seine Wutanfälle. Aber erst im September 1918 hat er dann allerdings ganz plötzlich die politische Führung mit der Feststellung konfrontiert, der Krieg ist verloren, also jetzt müssen wir sofort einen Waffenstillstand schließen. Auch Hindenburg, beide plädierten dafür, Parteien sollten die politische Macht übernehmen, das hieß also die Zivilisten, die Parlamentarier. Die Konsequenz davon war, dass Leute wie Ebert, Scheidemann, die Sozialdemokraten oder auch Zentrumspolitiker dann hinterher als diejenigen erschienen, die ja, den Zusammenbruch des Reiches angerichtet hatten. SPD-Fraktionschef Philipp Scheidemann und andere Demokraten werden so unversehens zu Konkursverwaltern des Kaiserreichs. Die ganze Gesellschaft ist im Umbruch. Angestiftet von meuternden Matrosen in Kiel, begehren im November aller Orten Soldaten und Arbeiter gegen die marode Monarchie auf. Nach Ludendorff wird schließlich auch der deutsche Kaiser unter dem Druck der Revolution zur Abdankung gedrängt. Am 9. November kommt der Sozialdemokrat Scheidemann dem Linkssozialisten Karl Liebknecht mit der Ausrufung der Republik zuvor. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik! Die entstehende Republik war von vornherein mit dem Makel behaftet, dass die Zivilisten und insbesondere die demokratischen Parteien im Reichstag jetzt die Suppe auslöffeln sollten, damit nicht die militärische Führung mit dem Odium der Niederlage besudelt wird. Nicht die verantwortlichen Militärs, sondern Politiker, die diesen Krieg so gar nicht wollten, unterzeichnen am 11. November in einem Salonwagen in Compiègne bei Paris für das Deutsche Reich den Waffenstillstand. Später gelten sie vielen Landsleuten als die eigentlichen Urheber der Niederlage. Die alliierten Unterhändler tragen Uniform. Sie verlassen den Verhandlungsort als Sieger. Generalstabsoffizier Walter Model trifft das Kriegsende unvermittelt, wie ein Schlag ins Gesicht. Bis zuletzt hat er darauf gesetzt, dass aller Einsatz nicht vergebens sein würde.
Wie viele Kameraden seines Rangs glaubt er, dass Zivilisten in der Heimat einen Kampf beendet hätten, der ihm selbst noch keineswegs verloren scheint. Auf den nun stillgelegten Schlachtfeldern ist die Erleichterung frontübergreifend. Ein deutscher Soldat über die Waffenruhe. Mit einem Mal hört es auf. Totenstille. Man fühlte sich wie neugeboren. Die Sonne schien so schön und die Welt war grün. Man hatte wieder Hoffnung. Wir würden nach Hause kommen. Auch für die Leidtragenden des Krieges ist es vor allem ein Tag der Freude. Am 11. November notiert der genesende Panzeroffizier Patton lakonisch in sein Tagebuch: Bin meinen Verband endlich los. Habe ein Friedensgedicht geschrieben. Zitat: Statt der Schmerzen werden nun wieder kleine Leben gedeihen. Die blasse Blüte aller Wesen ist zu schwach, um des Krieges Leuchtfeuer zu tragen. Wenige Tage nach dem Waffenstillstand ziehen französische Truppen in Elsass-Lothringen ein. Jene Region, um die beide Nachbarländer ringen. Um künftigen Konflikten mit einer Pufferzone vorzubeugen, besetzen die Alliierten die Region links des Rheins sowie Ufergebiete gegenüber von Mainz, Koblenz und Köln. Doch was die meisten Menschen über alle Grenzen hinweg in diesen Tagen umtreibt, ist das Ende eines ausweglosen Massensterbens. Ein französischer Soldat schreibt an seine Eltern: In die Freude mischt sich so viel Schmerz, dass man am liebsten in Tränen ausgebrochen wäre. Der Soldat hat seine innere Ruhe verloren. Er kann sich noch gar nicht vorstellen, dass dieses schlimme Kampfgetümmel wirklich zu Ende sein soll. Eine ganze Generation hat auf Dauer an den Folgen dieses Krieges zu tragen, körperlich und seelisch. Im umkämpften Boden der Schlachtfelder weltweit bleiben fast 9 Millionen Tote zurück, darunter 2 Millionen Deutsche. Auf französischer Seite kehrt jeder 6. Wehrpflichtige nie wieder zu Frau und Kind, in seine Familie, seinen Heimatort zurück. Über weite Strecken ist das Land verwüstet, in jeder Hinsicht. Die Mehrheit der geordnet abziehenden deutschen Frontkämpfer hegt zu jener Zeit keine Zweifel, dass es für sie in diesem Feldzug nichts mehr zu gewinnen gab. Neuere Studien zeigen ziemlich deutlich, dass die riesige Masse der deutschen Soldaten auf dem Standpunkt stand, nie wieder Krieg. Auch für die Masse der Bevölkerung war der Krieg verloren. Aber je länger, desto mehr konnte sich die Legende breit machen, ja, man sei aber eigentlich im Felde unbesiegt geblieben. Nicht? Also die deutschen Truppen hätten sich vielleicht zurückziehen müssen 1918, aber sie waren noch nicht besiegt. Der Protest gegen den vermeintlich ungerechten Kriegsausgang wächst, als die Sieger den Deutschen in Versailles 1919 harte Sühnelasten auferlegen und die alleinige Kriegsschuld geben. Von diesem Unmut zehren später in Krisenzeiten Demagogen wie der weltkriegsgefreite Hitler. Diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab! Und die Entehrung ertragen wir nicht!
So inszeniert der Kriegsherr 1940 nach seinem erfolgreichen Feldzug gegen Frankreich den Waffenstillstand just an jenem Ort wie im November 1918 als Akt einer demütigenden Revanche. Der deutsche Sieg gegen Frankreich 1940, das ist das Triumphgefühl. Wir haben 4 Jahre lang gegen Frankreich im Ersten Weltkrieg gekämpft und jetzt haben die Söhne das erreicht in 6 Wochen, was die Väter im Ersten Weltkrieg nicht erreicht haben. Hitlers Lehren aus seiner Kriegserfahrung sind jetzt Doktrin. Hitlers Generalität war nicht bereit, eine Niederlage in welcher Form auch immer, wer auch immer dafür verantwortlich ist, überhaupt zu denken. Sondern man hat den von Hitler gegebenen Rahmen akzeptiert. Es gibt nie wieder einen November 1918. Es wird keine Kapitulation geben. Wir siegen oder wir sterben. Hitlers Alles-oder-Nichts-Maßgabe teilt auch Generalfeldmarschall Model. Der Berufssoldat will eine Neuauflage von 1918 um jeden Preis verhindern. Selbst als der verzweifelte Befreiungsschlag durch die Ardennen Ende 1944 in ein Debakel mündet. Mit mehr als 10.000 Toten und 22.000 Gefangenen auf Seiten der Wehrmacht. Der US-Panzergeneral Patton trägt diesmal den Triumph davon. Doch unbeirrt hält Model auch 1945 am Durchhaltedogma fest. Was die Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg mitgenommen haben, war dieses Gefühl der Entehrung. Ja, also die Tatsache, dass man nicht bis zum Schluss durchgekämpft hatte, sondern eben irgendwie mittendrin, so haben das wenigstens viele empfunden, dann die Kämpfe eingestellt hätte. Insofern hat Hitlers Forderung, wir kapitulieren nie, durchaus fruchtbaren Boden befunden. Erst als Model im Ruhrkessel von US-Truppen umzingelt, jede Befehlsgewalt über seine Truppen verloren hat, wird ihm bewusst, welchem Irrglauben er zu Diensten war. Jetzt, da alles zu spät ist, entzieht er sich durch Selbstmord seiner Verantwortung. Der Zweite Weltkrieg sollte den Ersten revidieren und hat einen weit verheerenderen Weltenbrand entfacht.